Als bestes Auswärtsteam der Liga reist Cashpoint Altach zum Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Die Vorarlberger haben alle drei bisherigen Partien in der Fremde gewonnen. Neues Selbstvertrauen tanken zuletzt aber auch die Oberösterreicher beim 3:0 Erfolg gegen Grödig. Sie wollen jetzt dem stark ersatzgeschwächten Aufstiegsanwärter aus Altach ein Bein stellen. Mit nur 14 Spielern reist Altach-Coach Adi Hütter nach Linz, der die gesamte Abwehr umbauen muss. Hannes Eder und Alexander Guem komplettieren die neu formierte Viererkette der Vorarlberger. Nach 9 Punkten aus 3 Auswärtspartien gehen die Altacher in Schwarz-Weiß mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Solospitze Patrick Seeger bereits dreifacher Saisontorschütze, aber sein Pass erreicht nur Linz-Routinier Wolfgang Bubenik. Es dauert knapp eine Viertelstunde, bis der Aufsteiger den Respekt vor dem Titelkandidaten ablegt. Die Linzer über links, Philipp Husbeck, Hassler, Torhüter Kobras mit Schwierigkeiten. Die Linzer setzen bereits zum Torjubel an, aber die Zeitlupe zeigt ganz klar, der Ball nicht hinter der Linie. Die neu formierte Altach-Defensive immer wieder mit Lücken, wieder Husbeck, lässt sich viel Zeit. Glück jetzt für die Vorarlberger. Philipp Husbeck, der 20-jährige Rieder Leihspieler, sehr beweglich, überall zu finden. Adi Hütter hätte sich die ersten 20 Minuten sicherlich anders vorgestellt. Freistoß der Linzer. Hannes Eder mit diesem Schnitzer. Manuel Hartl gleich abgezogen. Die nächste Großchance in Minute 24. Der Aufsteiger lässt den Ball immer wieder gut laufen. Dieses Mal profitiert Nikolov. An Kobras vorbei, aber an die Stange. Der 28-jährige Kreativspieler aus Bulgarien muss weiter auf seinen Premierentreffer in der ersten Liga warten. Auf der Gegenseite sind die Altacher weiterhin kaum offensiv vorhanden. Patrick Seeger einmal mit einem Lebenszeichen nach 38 Minuten. Adi Hütter aber mit viel Gesprächsbedarf nach mageren 45 Minuten der besten Auswärtsmannschaft der Liga. Der gewünschte Effekt bleibt aber vorerst aus. Die Oberösterreicher nehmen den Schwung auch in die zweite Hälfte mit. Stefan Rabl, wieder Nikolov. Und jetzt ist er da, der erste Saisontreffer. 1:0 die verdiente Führung für den Aufsteiger in der 48. Minute. Freude auch bei Trainer Weißenböck. Und ein sehenswertes Tor des Bulgaren Svetozar Nikolov. Spitzname Zaubermaus. Bei Altach läuft weiter wenig zusammen. Tomi, der Spanier. Wieder der Ballverlust und dann geht's wieder schnell, Dominik Hassler. Aber Torhüter Kobras mit dem besseren Timing und einer Glanztat. Altach findet aber dann doch ins Spiel zurück, nach einer Stunde wächst der Druck aufs Linzer Tor. Philipp Netzer, Wimleitner mit Schwierigkeiten, aber abseits. Die zwingenden Chancen, die fehlen weiter im Spiel der Vorarlberger. Auf der Gegenseite jetzt Platz für Konter. Wieder der überragende Philipp Husbeck. Arapovic völlig allein gelassen. Angesichts der Chancen, die Altacher mit dem 0:1 mittlerweile gut bedient. Wieder ein Ballgewinn der Oberösterreicher Thomas Hölschl. Auf den eingewechselten David Poljanets. Die Entscheidung nach 88 Minuten. Blau-Weiß Linz schlägt Altach genauso überraschend wie hochverdient mit 2:0 und scheint endgültig in der Liga angekommen zu sein. Das wissen wir ungefähr, wie wir sie verhalten müssen am Platz. Natürlich gibt es noch den einen oder anderen Kritikpunkt, wie heute die Chancenauswertung oder auch teilweise zu leichte Abspielfehler im Spielaufbau, wo wir gute Situationen vorgefunden hätten zum Kontern. Dass die Leistung heute nicht gestimmt hat, das hat jeder gesehen. Und das macht mich bedenklich und da gibt es natürlich klare Worte an die Mannschaft. Bei Altach reißt also die Auswärtserfolgsserie, während Blau-Weiß Linz den zweiten Sieg in Serie feiert. Bundesliga-Absteiger LASK war heute erstmals in der Untersberg Arena in Grödig zu Gast. Keine leichte Aufgabe für die Linzer, denn die Salzburger wollten nach dem Ausrutscher bei Blau-Weiß Linz heute wieder zurück auf die Erfolgsspur. Vor der Niederlage gab es für den SV Grödig 3 Siege in Serie. Der LASK war also gewarnt und wollte nach dem 1:1 bei Austria Lustenau ebenfalls wieder vollpunkten. Für den Kapitän der Linzer Fiorini Aufhauser heute eigentlich ein Heimspiel, erlebt er nach wie vor in Salzburg und ist einer jener Spieler, die den Weg in die erste Liga mitgegangen sind. Genauso wie Trainer Walter Schachner und der sieht heute einen Blitzstart seiner Mannschaft. 6. Minute, Einwurf Kevin Wimmer, Harald Unverdorben kommt an den Ball und lässt den Grödiger Verteidiger, lässt Marco Taschwer aussteigen. Keine Chance für Andreas Stanz im Tor der Grödiger. Noch einmal diese
Erste Aktion bereits nach 6 Minuten. Unverdorben kommt an den Ball. Taschwart keine Chance. Der steht bereits nach wenigen Minuten 1:0. Die Grödiger tun sich schwer im Spiel nach vorne. Immer wieder viele Fehler im Mittelfeld. Jukic verliert hier den Ball. Hannes Aigner mit dem langen Pass auf Daniel Kogler. Der ist ganz allein auf der rechten Seite. Da kommt Marco Taschwer. Und der Unglücksrabe aus der 6. Minute schaut auch hier nicht gut aus. Fälscht den Schuss von Daniel Kogler. Unhaltbar für Andreas Schranzab. Kogler, Taschwer 2:0 und das bereits in der 15. Minute. Es ändert sich nichts am Spiel. Grödig mit wenigen Chancen in Richtung Tor von Thomas Mandl. Öbster mit der weiten Flanke. Da ist Markus Hanekl, aber dieser Kopfball ist kein Problem für den Linzer Tormann. Kein guter Tag für Heimo Pfeifenberger und seine Mannschaft, denn es geht in dieser Tonart in der ersten Halbzeit weiter. Freistoß, Andreas Schranz versucht, eine Mauer zu bauen. Aber dieser Versuch misslingt. Florian Hart in der 31. Minute mit dem satten Schuss. Und es steht bereits 3:0 für den LASK, für die Gäste aus Linz. Hier sieht man den Fehler in der Grödiger Abwehr. Und Andreas Schranz ist zum 3. Mal an diesem Abend geschlagen. Hängende Köpfe bei den Grödigern, die dieses Spiel eigentlich schon in der ersten Halbzeit verloren haben. In der 2. Halbzeit bringt Heimo Pfeifenberger dann Peter Riedl, einen weiteren defensiven Mittelfeldspieler. Das Spiel der Grödiger wird stabiler und auch nach vorne gibt es die eine oder andere Chance. Öbster mit der Möglichkeit aus 12 Metern, aber er verzieht. Der LASK hat in der Folge die Möglichkeit, sich ein bisschen zu schonen, nimmt Hannes Aigner aus dem Spiel. Am Montag gibt es ja schon das wichtige Spiel gegen den WRC St. André. Am Spielverlauf ändert sich nichts. Die Grödiger haben die eine oder andere Chance, die beste noch durch Mersudin Jukic, aber es bleibt beim 3:0 für die Linzer. Die erste Halbzeit war top, die zweite Halbzeit haben wir ein bisschen zurückgeschaltet. Am Montag ist schon wieder ein schweres Spiel gegen André und Unverdorben und Aigner brauchen auch eine Pause, weil das war heute für sie sehr viel. Jetzt haben wir die zweite Partie hintereinander, wo wir schon wieder die Gegentore einfach zu leicht zulassen. Und in der Liga geht nicht. Also da bist verkauft, verloren, da hast du keine Chance. Und das müssen sie lernen. Ja, schön langsam gibt der Absteiger den Weg nach oben wieder vor. Die Linzer rücken näher an die Tabellenspitze. In unserer letzten Partie treffen zwei Teams aufeinander, die sich ihren Saisonstart sicher anders, nämlich besser vorgestellt haben. Sowohl St. Pölten als auch Hartberg finden sich momentan am Ende der Tabelle wieder. Mit 2 Niederlagen sind die Niederösterreicher in die Saison gestartet. Davon weiß allerdings auch der Gegner ein Lied zu singen. Und dennoch kommt das Schlusslicht aus Hartberg heute mit einer Menge Selbstvertrauen nach St. Pölten. Ein jubelnder Kurt Gager. Ein Bild, das man in Hartberg bisher viel zu selten gesehen hat. Geschehen letzte Woche beim 4:3 nach 0:3 gegen St. André. Hartberg lebt wieder. Gegen St. Pölten sieht die Gestik von Kurt Gager aber zunächst so aus, denn die Gastgeber finden den besseren Draht zum Spiel. Daniel Segovia mit der ersten Möglichkeit nach 4 Minuten. Segovia mit 4 Treffern ja nach wie vor St. Pöltens bester Torschütze. Damit beenden wir das Kapitel erste Hälfte. Die zweite wird nämlich besser. Hartberg mit einer inferioren Saisonstatistik. In 5 von 7 Spielen haben die Steirer 3 oder mehr Gegentore kassiert. Jetzt sind sie schon 50 Minuten ohne ein einziges. Schiberny versucht, Ball abgefälscht und nur knapp am Ziel vorbei. Das gibt Eckball, eine Sache für Kapitän Fallmann. Kurz abgespielt, wieder Schiberny, aber wieder ein Fuß dazwischen. Hartberg in der Defensive sicher, offensiv aber harmlos, bis zu diesem Zeitpunkt. Harrer mit der Flanke zur Mitte und da steht Schober, das muss es sein. Das ist es nicht. Marco Schober, gerade zuvor eingewechselt, bringt den Ball im fast leeren Tor nicht unter. Hartberg eigentlich ein Lieblingsgegner der St. Pöltener. In 7 Partien gab es nicht eine Niederlage. Heute ist die Elf von Martin Scherb noch ohne echte Großchance. Jetzt folgt die erste. Ecke Hofbauer. Kopfball Rödel, auf der Linie geklärt und Pop um Himmels Willen. Das muss doch das 1:0 für St. Pölten sein. Pop hat zwar auch wenig Zeit, aber den kann man schon mal verwerten. Die nächsten Gegner von St. Pölten heißen Austria Lustenau, LASK und St. André. Die Niederösterreicher brauchen einen Sieg. Armbichl versucht's, aber wieder nichts.
St. Pölten im Abschluss unglücklich, aber vielleicht klappt's ja per Freistoß. Brandl bringt den Ball zur Mitte und plötzlich ist er drin. 88. Minute, doch noch das 1:0 für St. Pölten. Und wenn's schon kein eigener schafft, dann trifft halt der Gegner. Der Harzberger Zifni ist der Unglücksrabe. Er fälscht den Ball unhaltbar ins Tor ab. St. Pölten will jetzt den Sack zumachen. Fallmann auf den Kopf von Koselski. Die Entscheidung, aber Sie haben den Pfiff wahrscheinlich gehört. Abseits soll's gewesen sein. Eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Selbst in der Zeitlupe nur ganz schwer auszumachen. Aber sei's drum, es war die letzte Chance des Spiels. Atan kassiert in der 93. Minute wegen dieser Schwalbe noch gelb-rot. Am Ergebnis ändert sich aber nichts mehr. St. Pölten gewinnt 1:0. Im Endeffekt zählen heute nur die 3 Punkte, die haben wir uns erarbeitet. Die Mannschaft hat kämpferisch schwer überzeugt und deshalb bin ich sehr glücklich. Wir hatten Mitte der zweiten Halbzeit 2 entscheidende Szenen vom St. Pölten Tor. Einmal das leere Tor, wir rollen den Ball an der Stange vorbei und die zweite Chance war unmittelbar danach, 4-2, Überzahlspiel. Und das sollte man in der zweiten Liga schon zu Ende spielen können. Nach dem Jubel gegen St. André haben die Harzberger nun wieder einiges zu schlucken. Das waren die Spielberichte von heute. Hier jetzt die gesammelten Ergebnisse der 8. Runde. Die Spitzenteams in der 1. Liga mussten heute Punkte abgeben. WRC St. André muss sich gegen die Wiener mit einem 2:2 begnügen. Austria Lustenau verliert bei FC Lustenau mit 1:3 und auch Altach unterliegt Blau-Weiß Linz mit 0:2. Sieger gibt es für den LASK und St. Pölten. Damit jetzt auch noch ein Blick auf die aktuelle Tabelle. An der Spitze steht nach wie vor WRC St. André. Dahinter schiebt sich das Feld der Verfolger jetzt immer mehr zusammen. Am Tabellenende hat sich der FC Lustenau mit dem heutigen Sieg zumindest einen kleinen Polster erarbeitet. Schlusslicht ist aber nach wie vor TSV Hasselt.